Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie The Jigs of Time. Wir befinden uns hier aktuell in der Gerudo-Wüste vor dem Wüstenkoloss. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier noch zuspitzt und weiterentwickelt und was wir hier noch machen müssen. Denn wir haben auf jeden Fall noch einige Geheimnisse offen in den verschiedenen Bereichen, sag ich mal. So, aber ich muss mich jetzt erstmal irgendwie auf diese Palme hier begeben. Ich weiß leider noch nicht genau, wie ich das mache. Und hier sind überall Bienen, das nervt mich irgendwie auch so ein bisschen. Das sieht gut aus. Natürlich. So, ich kriege gerade ordentlich Schaden, ne? Durch diese blöden Bienen. Ach, Mann. Aber ich will mich jetzt auch nicht unbesiegbar machen, um ein paar Bienen kaputt zu machen. Meine goldenen Federn sollen eigentlich gut gespart bleiben. Na egal. So, was haben wir denn für ein Spiel? Ich kann bestimmt auf die Palme einfach hochklettern, oder? Ach so, es gibt Banjo-Kazooie für ein Game Boy Advance. Echt? Wusste ich gar nicht. Ich kann die Palme einfach hochklettern. Ich bin so dumm. Ja, ergibt doch irgendwie Sinn, ne? Ja, dann mache ich das erstmal noch da hinten. So, und eigentlich muss ich da noch irgendwie Eier reinschießen in den See, weil wir haben da auch schon gesehen, dass da einige Pflanzen versteckt sind, sag ich mal. So, und da hinten noch, dann haben wir auch 50 wieder, dann passt das irgendwie. So, schnell weg. So, hier muss ich irgendwie Eier reinschießen. Ohne, dass mich die Bienen nerven. Geht mal weg. So, hier ist, glaube ich, ein ganz guter Ort dafür. So. Und da haben wir jetzt noch einen Stein. Und den müssen wir irgendwie auch noch weg. Reicht das? Jawohl. So, und da haben wir eine... Ah, nur ein Jumbo. Schade. Ich habe mir mehr erhofft. Die Musik in leise ist auch cool. Unter Wasser. Ich habe nicht mehr viele Eier, ne? Das ist nicht gut. Eier sind hier Lebenselixier quasi. Ich sammle mal kurz ein paar. Unter Wasser können mir die Bienen ja eh nichts. Das ist ja schön zu wissen. Aber ergibt ja auch irgendwie Sinn. So, okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Eier. Das Zielschießspiel im letzten Part hat mich viele gekostet. Leider. So, wir können hier auf jeden Fall nach oben gehen. Weiß nicht, ob wir das erstmal machen wollen. Ist auch wieder eine Hand. Hi, Hand. So, dann haben wir hier eine Leiter. Und jetzt erklimmen wir... Oh Gott. Okay, das wird nichts. Ist eher ein Shortcut, würde ich sagen. Für den ich aber auch wieder Eier brauche. Komme ich hier den Berg irgendwie hoch? Sieht nicht so aus. Hier sind noch ein paar Eier. Da ist nochmal so ein Moskito. Gibt's nochmal ein Leben für mich. Hey, mein Leben. So, hier haben wir nochmal Noten. Und eine Feder. Sind wir hinten in der Ecke? Goldene Feder, sehr schön. Den Moskito nehmen wir auch mit. Hey, komm her. Sind wir gleich wieder voll, das ist gut. Wie gefällt euch die Musik, Leute? Oben ist eine Schatzkiste. Okay. Ah, okay, das Tempel sagt schon alles, ne? Okay, ich muss irgendwie dann da oben hin und dann kann ich mir die Kisten holen. Haben wir überhaupt schon Jinjo gefunden in dem Level?
Kann mich gerade nicht erinnern. Will aber auch gerade nicht gucken. So, ansonsten komme ich hier aber... Komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch, glaube ich. Okay. Ah, Bienen. Okay, gibt auch nur ein Mumbo-Schädel. So, die Frage ist, da hinten komme ich halt nicht so einfach hoch, glaube ich. Okay. Waren wir da schon drauf auf der Palme? Ja. So, und da hinten ist die nächste Note. Haben wir schon 55 Stück wieder. Ich hoffe, wir sterben nicht irgendwo. Das kann ich mir halt auch super gut vorstellen, dass wir jetzt einfach irgendwo sterben gleich. Ach Mann. Eklig. Aber ich kann auch nicht jedes Mal die Bienen töten. Vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig. Wie lange soll ich denn das machen? So. Hey, wie soll ich denn das machen? Das wird nix. Aber ich muss es ja machen. Aber ich brauche meine goldenen Federn. Traurig. Ist halt die Frage, ob... Oh Gott, da war ein Teppich. Da war ein Teppich! Habt ihr gesehen? Vielleicht wäre es auch mit dem Teppich gegangen. Shit. Mist, wie komme ich denn da hoch? Vielleicht von... Doch von da? Ah ja. Okay, und da hinten jetzt noch die letzte. Und dann ist da ein Teppich. Den müssen wir uns auf jeden Fall auch noch ansehen. Teppich. Hi. Mal gucken, wo uns der hinführt. Da drüben ist auf jeden Fall ein Schalter. Okay. Federn. Leiter. Sprungplatte. Gott. Ja, hier gibt es sogar zu viel. Eieieiei. Und da kann ich in den Mund rein? Hä? Oh Gott. Jo. Hm. 68 Noten mittlerweile. Sehr schön. Aber ich glaube, ich muss jetzt wieder runter. Natürlich! Shit. Mist, ich brauche langsam mal Leben. Ich glaube, ich muss mir mal... den da gönnen. Gar keinen Bock zu sterben. Dann muss ich das nämlich alles nochmal machen. So, schön vorsichtig spielen. Zack. Zack. Zack und zack. Da geht's uns doch schon wieder ein bisschen besser. Schön. Eigentlich am liebsten ein paar Moskitos. Ich weiß ja nicht, was mich noch im Tempel erwartet. Ne? Da kann es ja auch wieder irgendwelche Fallen und Abgründe geben, wo ich One-Hit tot bin. Deswegen, ah. Da bin ich noch ein bisschen ängstlich.
Eigentlich ist es doof von mir, das immer so alles ganz genau am Anfang zu sammeln, oder? Ich sollte eigentlich erst so ein bisschen die Bosse und die Rätsel und so weiter lösen und danach eher anfangen, so krass explizit zu sammeln. Ich glaube, das wäre eine bessere Idee, so an sich. So. Jetzt haben wir hier eine Sprungplatte. Ich muss jetzt bestimmt in den Mund reinhüpfen, oder? Beziehungsweise, guck mal, da drüben. Da kann ich fliegen. So, gehen wir erstmal hier rein. Schauen wir mal, was wir uns verwandeln können. Einen wunderschönen guten Tag. 25. Oh. 25 ist auf jeden Fall teuer. Hier oben gibt es noch ein paar Eier. Aber ich glaube, da muss ich mich erst verwandeln. Okay, gucken wir mal. In was können wir uns denn hier verwandeln? Boah, also wir können schon fliegen. Das ist ja nice. Und das for free quasi. Ich bin jetzt ein... Ah, ich kann auch laufen. Ich kann als Besen auch laufen. Hä, ich kann keine Eier sammeln? Kann ich als Besen keine Eier sammeln? Hui! Das ist ja doof. Ja, ich hätte aber gerne noch die Eier. Aber das ist... Das ist echt geil. Ich kann fliegen. Das ist ja super nützlich. Da kann man einiges mitmachen, denke ich. Ich kann bloß nichts kaputt machen. So, was ist denn jetzt hier? Danke. Ich will doch nur ein paar Eier noch einsammeln. Ja, ist jetzt halt die Frage. Soll ich mich jetzt gleich in Besen verwandeln und soll gleich mal um die ganze Welt fliegen? Okay, das war's. Wir haben sicherlich ein paar Geheimnisse, die wir lösen müssen. Aber... Na ja, komm. Wir versuchen mal unser Glück. Okay, let's go als Besen. Wir sind ein Besen und können fliegen. Du Scheiße, das wird krass zu steuern. Okay, haben wir einen direkt Puzzleteil. Oh, Alter, was ist eine Bruchlandung? Und den Jinjo können wir auch mitnehmen. Okay, ein Jinjo haben wir auch schon. Aber man hätte ja auch hier so fliegen können. Also. Ja. So, hier waren wir jetzt überall. Ja, diese Platte, ich weiß halt nicht. Aber theoretisch kann man... Theoretisch kann man da auch mit Banjo hin. So, hier? Jetzt bin ich in den Tempel geflogen. Ist das gut gewesen? Oh, die Musik! Wie gut, ey. Ja, keine Ahnung. Ist doch wieder Coco hier, oder? Kannst du rein? Ja, ja. Nee, ich dachte gerade echt, ich kann reinfliegen. Aber nee. Ich weiß halt nicht, ob ich nicht erst hier mal mit Banjo rein muss und vielleicht mit den Eiern ein bisschen rumschießen muss und dann später... Aber guck mal, ich kann mich hier auch verwandeln, ne? Kann das sein, dass ich mich hier zwischen Besen und Banjo hin und her verwandeln kann? Könnte ich mir fast vorstellen. Alter, es ist so schwer zu fliegen, ne? Ah, mega schwer zu steuern. Oh Gott, voll erschrocken.
Ja, also als Banjo könnte ich es mir hier, glaube ich, eher vorstellen. Aber vielleicht komme ich auch hier gar nicht rein als Banjo. Weil, wie gesagt, ich denke halt, man kann sich da drüben verwandeln. Ich probiere das mal kurz. So. Oh, da ist auch Banjo-Kazooie. Für den GameCube? Und wenn ich jetzt da reingehe? Okay, ich verwandle mich aber nicht wieder zurück. Alles klar. Also das ist quasi eine Einmalverwandlung. Ah ja, keine Ahnung. Ich war da ja noch nicht. Ja, deswegen sage ich halt, ne? Aber ich denke mal, für sowas hier... Warum sieht denn das gerade aus wie ein Laserstrahl, den ich abfeuere? Mann, treffe ich aber auch nicht. Okay, aber ich denke mal, für sowas brauche ich halt erst Banjo. Muss das vielleicht kaputt machen, dann muss ich als Besen... Ah ja, das war dumm. Später nochmal rein. So, okay. Boah, die Mucke, ey, die ist so gut. Okay, hier hinten ist nix. Ein Mumbo. Nee. Dü-dü-dü. Dü-dü. Boah, also der Wüstentempel ist ja auch mega geil. Der gefällt mir super. So kann ich hier hochklettern, ja, ne? Jawohl. Habe ich ja eben schon gemacht, glaube ich. Was hat er da in der Hand? Keine Ahnung. Ah doch. Das sieht aus wie Little Mac hier. So ein bisschen sieht das aus wie Little Mac. So, 79. Das Gesicht. Okay. Ne, das ist gar nicht Kurgo, ne? Was steht da? Bunny? Bini? Puni? Kurgo ist es nicht. Okay. Wunderbar. So, den haben wir auch mal schnell weg. Wunderbar. 80 Noten, Leute. Das gefällt mir gut. So. Ja, theoretisch, da komme ich auch an die Schatzkiste ran. Und da kann ich fliegen. No. Ein kleiner. Okay, also. Ich könnte jetzt fliegen, aber warum sollte ich das? Ich könnte in die Statue reinbashen, das könnte ich mir vorstellen. Das machen wir mal, komm. Das geht bestimmt wieder 20 Mal daneben. Boah, jawoll. Punktlandung einfach. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu einem Boss. Nö. Oh nein, ist das wirklich ein Boss, oder? Kann das sein? Ah ne, ist Puzzleteil drin. Ah, Gott sei Dank. Ich habe schon Schimmern gesehen. Oh, schön. Puzzleteil. Nummer 5 schon. Nice. Was ist gerade passiert? Okay. Cool. Gefällt mir. Wir sind gut unterwegs, Leute. Ansonsten ist hier aber nichts, ne? Wir haben jetzt ein paar Noten eingesammelt, aber irgendwie hätte ich gerne noch ein paar mehr gehabt. Okay, aber schön. Natürlich. Okay, ich glaube, damit ist das hier abgeschlossen. Wir könnten jetzt oben wieder rausfliegen. Ist das... Wäre das klug, wieder oben rauszufliegen? Weil dann... Ja, dann könnte ich mir einen Shortcut machen. Aber ich will mal kurz gucken, was wir hier noch haben. Hört sich nicht so gesund an.
Ja, okay, das ist der Haupteingang. Also da könnte ich theoretisch sowieso immer wieder rein. Machen wir später? Ich hätte gesagt, ich gehe hier nochmal kurz nach oben. Und fliege nochmal nach oben durch das Loch, das wir als Besen gekommen sind. Und machen uns quasi einen Shortcut. Denn das müsste theoretisch möglich sein, weil ich da nur eine Wurzel wegschießen muss. Ich denke es zumindest. Wir müssen mal gucken. So. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Weiß nicht, ob der auch noch ein Geheimnis hat für uns. So, wunderbar. Das war doch nicht schlecht. So, die Eier nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit und die Federn. Das lassen wir uns nicht vergönnen. So, und dann hier raus. Und theoretisch... Müssen wir mal gucken. Ja, hier war nämlich eine Wurzel. Und wenn ich die jetzt wegschieße, dann haben wir einen Shortcut. Den ich... Was war das denn? Den ich zwar nicht echt brauche, theoretisch. Ja doch, den brauche ich schon. Weil so kann ich jetzt immer wieder quasi fliegen von hier. Das ist schon cool. So Leute, aber der Part ist auch erstmal wieder rum. Ich würde sagen, ich fliege nochmal kurz da auf diese Position hier. Und guck mal, was passiert. Ne, was passiert, das gucken wir im nächsten Part. Genau. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time, hier beim Wüstenkoloss. Tschüssi.